From there into your arms. Just don't over rotate, so you go through head first. Yeah. Yo, fuck! Ich schmerze meiner Schulter, die sind 10-mal schlimmer als die El miedo a perderte no me dejaba respirar, no podía aguantar que ya no estarías más la primera mirada que yo vi fue la Und herzlich willkommen zur vierten Episode aus Mexiko. Wir befinden uns in Guadalajara. Guadalajara. Also, ich würde sagen, nicht lang schnacken, rein in die Stadt rein. Rein in die Stadt rein. Mach mal den Mund auf jetzt. Guadalajara. Guadalajara. Sag mal, wie geht das? Guadalajara. Guadalajara. Genau. Guadalajara. Guadalajara. Da ist der Hauptspot, wo wir eigentlich heute trainieren wollen. Aber wir haben hier gerade dieses Denkmal gefunden. Moin. Und hier so ein paar verrostete, geile Balken. Und da können wir tatsächlich was machen, was wir schon lange gesucht haben. Und zwar diesen Schwinger-Backflip. Also mit den Händen auf die Balken, Beine durchschwingen und dann Backflip rein. Einfach rein, ey. Klettern mal hoch und gucken uns das von oben an. Ja, perfekt, Alter. Alter, ich bin oben und das ist wirklich perfekt mit den Händen. Ah, Glück. Übel Profis. Hoch mit dir, Ette. Alles scharfkantig hier. Das gefällt dem professionellen Schweißer nicht. Nee, überhaupt nicht. Komm, jetzt häng dich da mal hin wie so ein professioneller Athlet. Boah, ekelhaft wegen der Höhe. Ja, machbar aber, ne? Vom Armabstand ist das gut, aber man geht halt in Layout rein, wenn man so eine Höhe bewältigen will hier. Und da hätte ich dann Angst, dass ich vorne oder hingegen auch. Ah, ich glaube nicht, hier ist schon viel Platz. Hier ist schon sehr viel Platz. Auch für die maximalen Schlepphoden, die man mit sich trägt. Das ist der eigentliche Grund, warum wir hier sind. Dieser geile Spot, fette Mauern, Drops, Jumps, einfach nur geil. Mein Fuß tut leider ein bisschen weh, das erste Mal auf diesem Trip, absolute Kacke. Deswegen muss ich ein bisschen gucken, was ich hier machen kann. Die anderen haben aber auf jeden Fall richtig Bock. Und deswegen würde ich sagen, geht's rein ins Aufwärmen. Erste Challenge, die ich hier gefunden habe, schöner Punchback. Lange mehr gemacht, also. Rein. Geil, Alter. Geil, ey. Geil. Das Ganze würde ich auch noch gerne in der Line machen. Haben wir auch schon mal ausgedacht. Yes, Mann. Alter, der droppt da irgendwie nicht so hoch aus, bis du dann gedroppt bist. Hab mir was Neues noch ausgedacht für das Ende der Line. Gehen hier noch hoch und dann aus dem Hängen den Hanging Cast. Fände ich ganz lustig. Ich lach mich scheckig. Alter, immer gruselig, das Scheiß. Alter. So. Yes. Wow. Perfekt. Alter, was ein Drop. Da hat sich alles Quatsch angefühlt. Da Hanging Cast, alle anderen Optionen. Deswegen eine haben wir noch. Die habe ich eigentlich direkt zu Beginn gesehen. Double Kong und dann den Side Flip Pre Punchback. Arbeiten wir eben ab und haben wir eine gescheite Line. Auch von mir eine kleine Line, sehr droppig, let's try it. Yes. Geil, Mann. Boom.
Wir sind wieder zurück an den Stahlträgern und das Ding ist verdammt hoch. Also hier willst du nicht runterdroppen, ey. Man dachte vorhin, das ist noch völlig in Ordnung, weißt du, so mit Ambitionen und alles. Aber wenn du dann wirklich hier Schüsse machen willst, schon hoch. Da sind die Ambitionen plötzlich verflogen. Ja. Aber wir hatten gerade eine Idee, wie wir das Ganze irgendwie safe gestalten können, so dass wir nicht viel Drop nehmen müssen. Zwar, ihr erinnert euch an die Party in Episode 2, wo wir in die Arme von den Leuten geflippt sind. Und genau das könnte man hier eigentlich auch machen, ja, um nicht so viel Drop nehmen zu müssen. Wir fragen mal die anderen, was sie davon halten. Guys, we have a big question for you. Is it possible? Can you remember the party in Tulum? What we did? We're thinking about doing the backflip from the hands. And the people under the beam should flip in the hands. And if we get everyone, it'd be so fine. Yeah. Yeah? Good idea. Wir müssen noch mehr Leute akquirieren, weil das sind nicht genug. Deswegen fragen jetzt die Spanier. Madonna, necesitamos tu ayuda. Ellos quieren saltar en tus arme. Yes. Over there. If you want. Okay, we've got enough men. Uno más o dos más? Tres más also, vale. Ah, verdammt, jetzt laufen wir hier zurück zu dem Dingen. Mit 10 Mann oder was? Jetzt muss ich da wirklich reinjagen, Alter. From there into your arms. Alter, das Schlimmste ist, die meinten gerade, ich soll das einfach ohne die Leute erstmal zum Preppen machen. Die checken nicht, dass das der Grund ist, warum ich alle geholt habe, weil ich das nämlich genau das vermeiden will. Das hier ist der Prep. Das ist der Prep quasi. Yeah, and we have a line of people doing it. You reckon I should do back or belly? Back. Back, so one and a half, kind of. Yeah. Just don't belly overtake, so you go through head first. That'll be bad. Ich geh mal hoch und guck mir das genauer an, jetzt wo das verdammt ernst ist hier, verdammt. Yeah, I hang quickly and have a look how it is, but it's fucking scary. Die Männer unten, alle am gucken, weil es natürlich auch eine Attraktion hier. Okay, so I'd be like this. Oh my God, Alter, ist das gruselig. Von so einer Höhe dann noch zu überdrehen. Überdrehen. Ekelhaft. Und hoffen, dass die Viecher mich hier alle catchen. Besser wär's. I think if everyone positions, I just have to send it. Vielleicht sollte einer unten einfach mal in die Hände reinspringen, dass sie überhaupt so ein Gefühl dafür haben. Should one person just jump into it from the ground? Just that the people can have a look for it. Oh, okay. Das war eine behinderte Idee, glaube ich. Das war eine Schnapsidee, die jetzt auf einmal ernst geworden ist. Das ist sehr gut möglich. Okay, erster Versuch ist jetzt einfach nur auf den Rücken fallen lassen, von hier oben zu gucken, ob die mich überhaupt halten können. Okay, you're strong, ja? Yeah? Ja. Yeah. Alter Lachs, okay. Send it. Yes. Oh my God! Was it fine for you guys? Yeah. It was a lot of impacts. Well, I don't think it would be more impact than that though. Ja, wir wurden gekickt, aber ich glaube, das geht gleich nochmal. Okay, der Bruder hat es gar nicht gefühlt. Also wir dürfen weder auf diese Metallbalken, noch dürfen wir hier am Spot weiter trainieren. Also wir müssen komplett abhauen. Wack MC. Alter, hinter mir steht wirklich so ein richtiger Wack MC. Oh, ja. Hier, das Viech. Tatsächlich, das, was hier unten in der Mitte genau da steht. Mhm. Ja, wie kann man sowas verbieten? Scheiße. Der nächste wäre gewesen, safe. Das wäre auch, glaube ich, sogar chilliger gewesen, so weißt du, der Full, also der Cent. Echt? Ja, für die anderen zumindest. Weil jetzt bin ich ja nur bei 2 auf Ende gesprungen. Übergangsspot, gerade wurden wir gekickt, deswegen sind wir kurz hier gelandet. 2-3 Flip-Trees wegmachen und dann hoffentlich wieder in die Schwinger-Madness rein. Jans Ding, Wollflip? Ja. Ja. Hi. Jetzt du. Schöne Ding. Sick. Wow. Geil ist das hier. Nochmal kurz hier am ranzigen Drecksport ein bisschen was weg. Wir sind zurück am Spot. Da vorne sind die Metallstreben. Wir müssen uns jetzt echt beeilen, weil die Security jeden Moment hier sein könnte. Rucksack runter, Männer alle in Parade aufstellen und dann reinzenden, verdammt. Ich habe richtig Angst davor, ey. Okay. Ellie macht sich schon bereit zum Filmen von oben. Ette sitzt da auch schon. Jetzt muss es schnell gehen, ey.
Okay, jetzt müssen wir rein in den Full Send. Und zwar schnell. Okay, you all ready? Yeah, yeah. Really strong? Fuerto, fuerto. Okay, dann wollen wir mal rein senden. Oh my fucking God, das ist so gruselig. Okay, Aaron, I think you should go a little bit here. Yeah. You know, you should go. Yeah, shot fine. Okay. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Oh, everything is beeping. Bleib sitzen, bleib sitzen, bleib sitzen. Oh, alles piept. Okay. Yeah, bleib sitzen. Oh, everything is beeping. I have a really strong headache. Oh, I feel a bit dizzy. Trink was. Atmen. Ganz. Ja. Genau. Ruhig sein. Ruhig atmen. Das Halten hätten wir, glaube ich, doch übernehmen sollen. Fuck it. My muscles really hurt. I think I wanna get it checked. Yeah. Oh, das hier zieht alles. Ja, du hast es noch am Weg her gesagt. Da sollte der Krankenwagen kommen, den Ding im Full Sense. Oh no. Pain? It just kribbelt. Okay, pasa nada. What is this smell like, Aspa? Just alcohol. Oh, alcohol. Yeah. It doesn't if do anything. If you don't vomit in 30 minutes, that's a signal your brain and your crane is good. Your spine is good, your shoulders is good. It's just waiting it's and very dizzy. Viste, shoulders should go. No hay hematoma, no hay... No hay que le pica. Sí. Agujas casi. Hier kribbelt halt so überall so ein bisschen. It's like Eli, tell him that it's... Como hormigueo. Que torolaco. What is it? I first want to know what it is. ¿No es alérgico? It's for pain, but I don't know how this is. I don't have pain. It's just... Ya lo desapeto, lo tomo solo o lo tomo yo, como quieras. Your head hurt? No. Hot head? ¿Tampoco? No. So was gibt's nur in Mexiko. Wir sind jetzt hier mitten auf der Hauptstraße, wollen zurück zum Airbnb, weil Jan will sich jetzt einfach nur noch hinlegen, ausruhen. Wir begleiten ihn und in der Sekunde ist jetzt auch die Polizei da angerückt. Und vor der müssen wir jetzt auch mal gucken, dass wir ein bisschen flüchten, weil wäre schon blöd, wenn die uns jetzt noch catchen und wir noch länger hier bleiben müssen. Ist schon ein bisschen beschissene Situation hier gerade. Wir fallen jetzt ins Krankenhaus. Jans Schulterschmerzen sind schon ziemlich wack und lieber einmal zu viel gucken als einmal zu wenig. Deswegen jetzt einmal ins Krankenhaus, einmal das checken lassen und dann wissen wir mehr. Mein Kopf ist mir völlig egal gerade. Ich hab wirklich einen. Meine Schulter schmerzt so krass und krass wie Gott mal hält. Das war voll ernst. Das ist, als würde die mit einem Messer in einer Tour im Schulter stecken. It feels like someone steps a knife the whole time here. Okay, Jan ist jetzt im Röntgen, ich muss draußen bleiben. Eddie darf mit drin bleiben, zu übersetzen. Anscheinend habe ich nichts in der Schulter und dass ich nichts schmecke und nichts rieche, ist auch völlig normal für eine Gehirnerschütterung. Aber ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, weil es tut wirklich geisteskrank weh. Aber hat ich er denn kann irgendwas alles bewegen und so. Das hat er denn irgendwas zu den Schmerzen in der Schulter gesagt? Also dass es zusammenhängt mit dem Schlag auf den Kopf? Er meinte, da ist nichts. Okay. Denkt doch jeder Einzelne, der am Simulieren bin, aber ach Quatsch. Die Schmerzen meiner Schulter, die sind 10-mal schlimmer als die, die ich für die Jungs gebrochen habe. Ja, wie man sieht, befinden wir uns hier mit mehr als ausreichend Leuten im Auto drin. Ja, wir fahren jetzt zum Spot ohne Jan. Ihm geht es inzwischen wieder ein bisschen besser. Seine Schulter tut verdammt weh, deswegen ist er trotzdem erstmal weiterhin raus. Ich hoffe auch, dass wir hier lebend ankommen. Ich würde sagen, wir sehen uns am Spot gleich wieder. Und
die Frage, wie viele Leute hier in so eine Karre auch reinpassen, haben wir damit auch beantwortet, nämlich 10 Stück. Die Drecks-Taxifahrer wollten nicht mal 5 mitnehmen, weißt du? Quatsch ist das. Was nicht geht, wird passend gemacht. Was nicht geht, wird passend gemacht. Wie heißt das immer? Was nicht passt, wird passend gemacht. Ah! Oh. Nein! Oh, da war er was. Nein. Und da ist er weg. Wir sind am ersten Spot, aber das ist nicht das Highlight hier. Das Highlight ist ganz klar diese Kletterwand. Luke und Klaus wollen direkt mal nach oben. Luke hat die erste Raffinesse gefunden. Da vorne ist nämlich einer von den Griffen, dreht sich. Oh, aber Fredo macht da richtig Meter da hinten. Der ist schon weiter oben. Okay, Luke kommt runter. Ich habe auch Bock, mich da hoch zu jagen. Ich gehe jetzt auch auf Klettertour. Erstmal hat sich eine Kletterwand geklebt und klebt jetzt immer weiter nach oben. Alter, geht aber flott hier. Pass auf, da kommt jetzt der sich dreht, der Rote. Yes. Alter Lachs, ist das sketchy. Hier dreht sich alles. Und jetzt guckt euch mal die Steine hier an. Alter. Ja, Fredo nimmt jetzt auch den Weg von Jasper. Scheint wohl doch der gute Weg gewesen zu sein. Domme. Was sagt das Verliererteam? Ein knappes Rennen. Ich vermute, dass da ein paar Tricks im Spiel waren. Meinst du Doping oder sowas? So schnell habe ich den Jasper noch nie klettern gesehen. War schon an einem Punkt, wo ich nicht mehr zurückklettern wollte. Boah, geil, Mann. Boah, ist das hoch auch. Heftig. Also das ist wirklich mexikanischer TÜV vom Allerfeinsten hier. Was haben meine müden, entzündeten Ohren da gerade gehört? Ich habe gehört, hier ist ein Sprung. Hier ist ein Sprung. Und zwar von dieser Mauer hier rüber. Ja. Sieht ziemlich schön aus und da habe ich auch Bock drauf. Also in dem Sinne, weg mit der Cam, kurz den Grip checken und dann sehe ich mich da reinsegeln. Mit den neuen Geschwindigkeitsstreifen kann da eigentlich auch gar nichts passieren. Nee, nee. What the fuck, Alter. Als wäre das nichts, fliegt der darüber, packt die Flügel aus und segelt. Bis zum Ziel. Das muss ich jetzt auch mal abzählen. 14,5 Fuß, aus dem Stand, kaum Armbewegung hinten, wild. Jetzt ich mach nochmal, ich probiere im Stehen. Ja. Alter! The Flying Austrian! Direkt neben dem Insane Standing Pre von Domi gerade haben wir hier diese Bahnen gefunden. Die sehen aus wie so Schienen. Und das passende Zubehör haben wir auch gefunden. Da vorne ist ein Berg, da geht's jetzt runter. Also, rein in die Schienen. Einmal zur Konstruktion hier vorher noch. Also das Teil liegt wirklich minimal knapp hier auf. Hier wird das ein bisschen von der Schraube in der Führung gehalten. Hier von gar nichts. Also ein bisschen Glück gehört auf jeden Fall mit dazu. Ja, komm rein, oder? Sicher. Anschwung geben? Ja. Komm, Speed! Ja, Geil! Alter, das klappt ja! Alter, das Feeling ist so Alter, geil. Also, das ist jetzt nicht in 10 schnell, aber allein, dass wir das Ding hier gefunden haben, ist richtig geil. Das Feeling ist auch wild, weil du gleitest richtig da drauf. Du rutschst auch mit dem Arsch über den Boden, also ganz knapp nur, ne? Ja, ja. Wild. Also, man hat wirklich ein bisschen Schiss, dass das Ding rausfliegt, weil dann rutscht du wirklich mit dem Arsch über den Boden, aber macht übelst Bock. Ich glaube, da können wir noch eine Menge mitmachen. Ja, Alter. Ich glaube auch. Jetzt bin ich dran. Guck mal, wie sie alle ankommen. Ja, das Ding wurde repariert, in die Schiene gelegt. Genau. Hätte es dran, jetzt von der anderen Seite, die ist ein bisschen steiler, dafür nicht so lang. Aber das soll ja auch kein Marathon werden hier. Nee, nee, ich muss erstmal auch rausfinden, wie ich hier drauf sitzen bleibe. Du musst echt einen Schneidersitz machen, das ist übelst eklig. Aber Schneidersitz ist der Way. Soll ich dich erstmal hier festhalten? Nee, ich glaube, da bin Full Send. Ja? 3, 2, 1, go. Oh! Oh! Da waren so ein paar Rucke bei, da habe ich echt gedacht, da wärst du mich gewesen da. Alter Lachs. Alter, du warst übel schnell. Ja, Mann. Geil, die Seite ist nice hier. Ja, Mann. Die gefällt mir. Sick. Okay, du sagst sie jetzt auch Bock rein. Ready? Rein da. Vollgas. Wir sind ja echt einfach erwachsene Kinder. Halt wirklich durch und durch. Klaus, explain it to the camera. So we're gonna have one person every couple of meters. Someone will push him, then someone will push you, and someone will push you. Yeah, I'm ready. Yeah, we can do more than that for sure. That was just a test. We need the Mexicans. Yeah, they're not very strong already. True. Ja, das mit der mexikanischen Hilfe, das lassen wir vielleicht lieber.
Das sah geil aus, nach Spaß aus, aber war natürlich viel zu sicher. Alter, wir brauchen jetzt jemanden, der einen Flip darüber macht. Ja, ich guck mal. Dann haben wir so ähnlich schon mal gemacht. Vielleicht erinnert ihr euch auf Schlappentour in Kopenhagen. Kleiner Einspieler. Das Problem ist natürlich, dass Ette jetzt flippt und nicht der Däne, der das wirklich auch konnte. Deswegen wird es vielleicht auch ein bisschen gefährlich für Fredo. Da habe ich schon ein bisschen Schiss. Ah, das schaut nicht so hoch aus. Ja, Eddie? Mach nochmal ein. Oh ja, Mann. Also vom Timing her war es gut, nur von der Höhe muss man gucken, weil Fredo natürlich auch um die 3 Meter groß ist. Deswegen weiß ich nicht, ob das passen könnte. Okay, mit der passenden Duck-Technik sollte das doch passen. Hältst du mal einmal einen Prep? Ja, safe. Viel Platz? Ja, mega viel. Ja, okay, dann rein da, würde ich sagen. Das machen. Geil. Es wird ernst. Die Männer sind alle auf Position. Ich bin jetzt hier unten. Warte, dass dieses Stück Metall auf mich zurast mit Fredo drauf. Ich nehme euch in den Mund und ihr seht das alle aus First Person. Also genau, wie ich das sehe. Alright. Yes, Eddie? Ja. Du bist ja verstehen geblieben, Digga. Alter, ich hab da gewartet und gewartet, war schon in der Hocke drin. Dachte so, Alter, wenn ich jetzt abspringe, dann lande ich aber auf dem. Er muss nochmal hochgehen. Ich muss ein bisschen mehr auf den Berg und muss dann machen, wenn er noch richtig schnell ist. 3, 2, 1, go. Ja, geil. Ja. Der war's, ja sicher. Geil, Digga. Der war nice. Boah, das ist so wild, wenn der Typ auf dich zugebrettert kommt. Nice, geile Aktion. Mal gucken, was man noch damit anstellen kann. Sollen wir jetzt mal im Stehen machen? Du als professioneller Skate 3 Spieler. Ja, das stimmt natürlich. Die Skate 3 Ausbildung, die bereitet einen natürlich auf sowas vor. Ja. Yeah. Oh. That's scary. Kann ich probieren? Ja. Willst du von hier, oder? Ja. Boah. Ah, komplett aus der Bahn. Ja, sicher. Ja, geil. Alter, von oben würde ich sagen. Von oben würde ich auch sagen. Geil. Ja, rein da. Sick. Bevor es jetzt auch von oben geht, probiert Jasper auch nochmal und dann gehen die beiden im Kollektiv nach oben und skaten dann nach unten im Stehen. Ja. Let's go. Ja. Alter, Lachs. Alter, scheiß drauf, lass von oben. Ja, genau. Ja, das ist der richtige Spirit. Ich schere mal Bier, weil der glückliche Gewinner ist und sich zuerst darunter brettert. Du musst wissen, es gibt eine feste Regel, Jasper verliert immer. Aber wer weiß, vielleicht ist das gegen die Österreicher anders. Schere, das ist was war das denn jetzt? Alter, was geht hier an? Also wenn, dann sagen wir Schnick, Schnack, Schnuck oder Schere, Stein, Papier. Okay, Schere, Stein, Papier. Ja, genau, auf Papier dann zeigen, okay? Schere, Stein, Papier. Oh, ui, Alter, das kann ja nur ein gutes Omen sein. Boah, das ist gut, das ist gut. Wenn die Kamera von uns an ist, verliere ich immer. Aber wohl zwei Kandidaten mit dem gleichen Schicksal. Einer musste jetzt aber treffen, also feiner. Das war der Beweis, dass Fredos Schicksal schlimmer ist als meins. Hoffentlich nicht auf dem Brett. Was denkst du so, wenn du hier so runterguckst? Also da oben sieht es nochmal ganz anders aus irgendwie. Das ist echt ekelhaft. Alter Bro, wenn ich da unten jetzt keinen Kickflip sehe, dann kommt der Kick auf jeden Fall nicht ins Video. Ready? Ja. Alter, solide! Geil! Alter, das war so, hat so geruckelt während dem Fahren. Ich bin ein bisschen nach vorne, aber ich gedacht, es stoppt und mich zahlt gleich nach vorne, aber Alter, gut funktioniert. Das Feeling hatte ich auch gerade. Das war insane. Also, es geht schon klar. Am besten du verlagerst das Gewicht nach hinten. Mhm. Ich bin ein paar Mal nach vorne gekommen und dann hatte ich übelst Schiss, dass es stehen bleibt und ich nach vorne fliege. Das sah so schnell aus und ich glaube nämlich nicht, dass man runterspringen kann. Wenn sich das einmal irgendwie verhakt, dann bist du am Arsch. Dann fliegst du ja um Beton. Sicher. 3, 2, 1. Alter. Dabei bist du aber wirklich auf Höchstspeed, bist du abgesprungen. Scheiße. Junge, du hast wirklich... Aber geil, dass du es gesendet hast. Ja, danke. Du bist wirklich geturnt mit dem Stück Metall da auf dem Boden. Ja, jedes Mal, wenn ich den rechten Fuß aufsetzen wollte, als ich abgesprungen bin, bin ich fast auf dieses Metallstück gesprungen. Und dann wäre ich komplett hingeflogen. Ed ist oben, er will auch. Habt mir das Ding ja mal angeguckt, aber einfach mal versuchen. 3, 2, 1. Komm rein, Mann. Alter, Junge! Alter! Sicher! Geil! Tony Hawk Skater Pro
Skater 3 oder wie das heißt. Genau das. Alter. Alter, hey, das war ging. Richtig geil. Geil, Mann. Nice, danke. Der nächste Plan, der ausgetüftelt wurde. Klaus steht da schön mit den Zehenspitzen. Edwin setzt ihn, Schneider sitzt hin. Alter. Und dann fahren wir da zu zwei im Duo runter. Ready? Ja. 3, 2, 1. Oh, okay. Wir tüfteln gerade mal ein bisschen die Technik aus. So, what do you think? Ah? What do you think? Let's go. How should we do it? Let's go. 3, 2, 1, go. Oh, nein. Oh. Ja, go. Genau, genau. Ja. Yeah. Oh. I kept on falling off and it just stopped. Alter, ich hab da oben mitbekommen. Ich hab immer nur so ein Drücken von denen gemerkt. Und plötzlich bums hat der Typ mich da von hinten noch auf den Rücken drauf. Ey. Gut. Also ich glaube, das war der grüne Abschluss jetzt. Ich glaube, mehr können wir jetzt gerade nicht mehr machen, was wirklich von Sinn und Bedeutung ist, ohne dass wir jetzt auch im Krankenhaus landen. Was jetzt gleich noch passiert, wissen wir noch nicht. Ganz spontan, seht ihr gleich. Wie ihr seht, passiert hier rein gar nichts, außer so ein Seehund, der vor der Kamera spricht. Ich habe heute tatsächlich den gesamten Tag nur im Bett verbracht, meine Birne ein bisschen auskuriert. Kopfschmerzen des Todes, Schulterschmerzen insane, also check ich überhaupt nicht. Meine linke Schulter, das ist wirklich, das ähnelt einer Hüftauskugelung, einem Hüftbruch. Dabei ist das nichts, rein gar nichts, da machst du nichts. Also ich hoffe, ich kann hier in Mexiko nochmal irgendwie was machen, was vor der Linse bringen. Werden wir in den nächsten Tagen sehen. Aber ich bin mir sicher, dass die zwei Kameraden, die im Bett nebenan hocken, noch ordentlich was vor der Linse kriegen. Ette? Ja, Jasper und ich waren jetzt alleine unterwegs, haben trotzdem noch eine geile Nummer da gefunden mit der Abfahrt. Hat richtig Bock gemacht. Dom hat noch einen fetten Pre gemacht. Die Kletter waren richtig wild. Wir sind wieder im Airbnb. Tag ist vorüber. Das war's von meiner Seite. Bis dahin. Alter! Ins Auge oder was? Das war die vierte Episode unserer kleinen Mexiko-Serie. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder schreibt einen Kommentar. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Für uns geht's jetzt gar nicht mal so viel weiter. Wir bleiben hier in Guadalajara. Seht ihr alles im nächsten Video, aber es wird definitiv wild. Und ja, ich würde sagen, geht das von der Lautstärke mit so einem Feierabend anfangen oder ist das blöd? Ja, mach mal. Halt mir die Ohren aber zu. Okay. Feierabend anfangen! Eventuell habe ich irgendwie so einen kleinen Knochen an der Nase oder so gebrochen, im Gehirn irgendwo drin. Wir gehen hier gerade an unsere Grenzen. Just don't overrotate, so you go through head first. What the fuck, Alter Lachs?